im Berner Oberland. Hoch über dem Brienzersee, auf 2250 Meter über Meer, liegt eingebettet und umgeben von steil in den Himmel ragenden Felsformationen die Ebenfluh. Im Sommer zieren Blumen und Kräuter die zahlreichen Wanderwege der sonst so kargen Felsenlandschaft. Gämsen, Murmeltiere sowie Bergdohlen und erfreulicherweise auch der Steinadler gehören zum festen Inventar dieser traumhaften Landschaft. Beim Betrachten solcher Bilder denkt wohl kaum jemand daran, dass sich hier oben militärisches Übungsgelände befindet. Seit 1942 trainiert die Schweizer Luftwaffe mit ihren fliegenden Verbänden auf dem Fliegerschießplatz Ebenfluh. Aus Rücksicht auf die Natur dürfen militärische Schießübungen mit scharfer Munition nur zwischen Oktober und Mai durchgeführt werden. Zu Beginn der Saison, falls das Wetter es erlaubt, findet im Oktober die traditionelle Fliegerdemonstration statt. Gezeigt werden Angriffe gegen Bodenziele, verschiedene Luftkampfverfahren, Helikoptereinsätze und die Vorführung der Patrouille Suisse gehören zum attraktiven Programm. Bereits sind einige Jahre vergangen, seit die Hunterflotte 1994 aufgelöst wurde. Wer den Hunter in seiner aktiven Dienstzeit auf der Axalp noch erleben durfte, wird es wohl immer in Erinnerung behalten. Zivil immatrikuliert fliegen heute noch einige der Maschinen an Flugvorführungen. Gelegentlich zeigt sich der Hunter zur Freude der vielen Zuschauer auch auf der Axalp. Dass da Blutsprecher verkündet, sind alle nervös geworden. Das ist nett, danke vielmals. Viele Zuschauer aus ganz Europa pilgern jedes Jahr zum Fliegerschießplatz. Hohe Offiziere aus dem In- und Ausland, Parlamentarier und geladene Gäste genießen den Weg auf die Axalp im Super Puma. Im sogenannten Big Lift-Verfahren werden die Passagiere zum Fliegerschießplatz geflogen. Für Truppentransporte wie auch für zivile Einsätze bei Umweltereignissen leistete der Super Puma bisher wertvolle Dienste. Vielfach in Vergessenheit geraten die Bodenmannschaften und Fluglotsen auf den Fliegerstützpunkten. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz würden die Flugzeuge heutzutage nie vom Boden abheben. Die Flugzeuge werden nach der Landung sofort wieder aufgetankt, aufmunitioniert und für den nächsten Einsatz wieder bereitgestellt. We'll be right back.
Verantwortung jedes Einzelnen ist gross. So sind auch die Beziehungen zwischen Piloten und Bodenmannschaften immer sehr kameradschaftlich. Zur Auflockerung kann auch ein kleiner Spaß ab und zu nicht schaden. Neben vielen anderen wichtigen Tätigkeiten gehört auch das Aufmunitionieren zur alltäglichen Arbeit der Bodenmannschaften. Hier ist ein Waffenwart gerade dabei, die 20mm Kanonen vom Tiger F5 für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Auf den Stützpunkten sind die letzten Vorbereitungen im Gang. Letzte Kontrollen werden durchgeführt, Abdeckungen werden geschlossen und Fotospezialisten führen letzte Tests bei der Bugkamera der Mirage 3 RS durch. Die Reportage ist eine Zusammenfassung vergangener Jahre. Die eindrücklichen Aufnahmen kamen zum Teil nur dank spezieller Wettereinflüsse zustande. Verschiedene Kamerastandorte zeigen, wie spektakulär die Piloten ihre Maschinen durch die zerklüftete Landschaft der Ebenflo manövrieren. Im Kommandoposten sorgt ein Schießleiter, in den meisten Fällen ein erfahrener Militärpilot, für einen geregelten Ablauf während den Übungen. Er gibt Trefferresultate, Anflugwinkel und Korrekturen über Funk an die Piloten weiter. Eröffnet wird die Demonstration mit einer Gefechtsfeldaufklärung von zwei Mirage RS. Aviron Börner. Pass, komm rein. Während dem spektakulären Überflug werden aus der Bugkamera der Mirage Fotos von den Zuschauerplätzen gemacht. Zur Rettung von verunglückten Personen eignet sich die Alouette 3 hervorragend. In einer Windenaktion demonstriert die Leichtfliegerstaffel die Bergung einer verletzten Person. Die Luftwaffe verfügt selbstverständlich auch über gut ausgebildete Fallschirmgrenadiere. Sie hat die Aufgabe, unbemerkt hinter feindliche Linien zu gelangen und das Gefechtsfeld aufzuklären. Hier die Fallschirmaufklärer der Kompanie 17 nach ihrem Absprung aus einem Pilatusporter aus 3000 Meter über Grund.
Wie bereits erwähnt, eignet sich der Super Puma auch für zivile Aufgaben, wie etwa bei Löscheinsätzen, wie es hier eindrücklich vorgeführt wird. Der mitgeführte Wasserbehälter kann mit ca. 2500 Liter Wasser gefüllt werden. Die beiden Mirage, welche vorgängig das Gefechtsfeld aufgeklärt haben, zeigen uns nun die Wirkung einer 30 mm Kriegsgarbe. Der Tiger F5 ist seit 1978 bei der Schweizer Luftwaffe im Einsatz. Auch die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse fliegt den Tiger seit 1995 in den Schweizer Nationalfarben. Die Fliegerstaffel 8 führt uns das wendige Kampfflugzeug in einem formellen Parcours vor. Dabei werden Bodenziele aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Nur bis sie die horizontal stabilisieren, Querlage über das Ziel nach in die Wasserzüge. Okay. Und jetzt Delta clear, zweitiger. War in Hand. Du in Hand. Mit der Einführung des FH-18 hat die Luftwaffe ein überaus wirksames Mittel zur Wahrung der Lufthoheit. Im folgenden Beitrag führen uns zwei FH-18 und zwei Tiger F5 einen Luftkampf vor. Die Tiger simulieren dabei das Eindringen in den Schweizer Luftraum und werden von den Hornets abgefangen. Nachdem sich die Tiger-Piloten den FH-18 scheinbar unterworfen haben, nützen diese die gebirgige Landschaft, um einen Fluchtversuch zu unternehmen. Die Folgen? Ein Luftkampf beginnt. Trotz beeindruckender Flugmanöver und Einsatz von Flares zur Ablenkung von Luft-Luft-Raketen wäre im Ernstfall dieser Ausriss zum Nachteil der beiden Tiger verlaufen. Neben verschiedenen Waffen, die die FH-18 mitführen kann, verfügt sie auch über eine sehr effiziente 20 mm Gatling-Kanone.
beeindruckend die Vorführungen des FA-18. Der Pilot gibt uns einen Einblick in die Flugeigenschaften der FA-18. Adleraugen der Flieger Staffel 10. Ende 2003 wird die Mirage endgültig außer Dienst gestellt. So spektakulär sich die Demonstration bisher präsentierte, die Vorführungen der Amir werden uns fehlen. Gehören zu den besten Kunstflugstaffeln der Welt. Zum Schluss dieser einzigartigen und eindrücklichen Fliegerdemonstration die Patrouille Suisse.
Eier, Stock! Eier, Stock! Das Auto und geht! Jetzt gibt's Dann der Achtung, Stopp!